Ja, ich habe die große Freude, Ihnen heute Abend unseren Redner vorstellen zu dürfen und die anschließende Diskussion an den Vortrag zu leiten. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Einmal mehr, leider nur online, nicht direkt. Wir bedauern natürlich sehr, dass wir uns nicht wie vorgesehen alle gemeinsam treffen können, um unseren Redner live zu hören. Aber wir sind umso mehr doch auch froh, dass sich Archaniotis doch zur Verfügung gestellt hat, diesen Vortrag, unserer Einladung zumindest eben online nachzukommen und in diesem, ich denke nach wie vor für uns alle doch etwas ungewohnten Format seine Ausführungen zu präsentieren. Angelos Chaniotis bräuchte man eigentlich nicht vorzustellen. Ich mache es natürlich trotzdem, wie das auch üblich ist in diesem Rahmen. Angelos Chaniotis studierte zunächst alte Geschichte, Archäologie und klassische Philologie in seiner Heimatstadt Athen. Studien, die er dann allerdings fortsetzte an der Universität Heidelberg und die er dort mit der Promotion in alter Geschichte im Jahr 1984 abschloss. Er war damals gerade einmal 25 Jahre alt. 8 Jahre später folgte nach Tätigkeiten als Assistent und als Dozent die Habilitation ebenfalls in Heidelberg. Nach der Habilitation führte Angelos Chaniotis Karriere ein erstes Mal in die USA, wo er von 1993 bis 1998 an der New York University als Professor für griechische Geschichte wirkte. 1998 rief ihn dann seine Alma Mater nach Heidelberg zurück, wo er als Professor für alte Geschichte die Nachfolge seines akademischen Lehrers Fritz Schnitzer antrat. Nach 8 Jahren in Heidelberg, in denen er unter anderem auch als Vizerektor für internationale Beziehungen fungierte, wechselte Angelos Chaniotis 2006 als Senior Research Fellow an das All Souls College in Oxford und von dort dann 2010, also seit vor nunmehr 10 Jahren, als Professor of Ancient History and Classics an das Institute for Advanced Studies in Princeton, wo er heute noch und gerade eben auch jetzt noch ist. Damit hat eine akademische Bilderbuchkarriere, man kann es nicht anders nennen, den denkbar höchsten Gipfel erreicht. Als Angelos Chaniotis 1988 sein erstes Buch, seine Dissertation publizierte, tadelte ein nicht sehr wohlgesinnter Rezensent, dass sich der Autor nicht entscheiden könne, ob er Epigraphiker oder ob er Sozialhistoriker sein wolle. Wenn man nun mehr als 30 Jahre später auf seine hunderte von Einträgen umfassende Publikationsliste blickt, wird man schnell feststellen, dass es Angelos Chaniotis bis heute offenbar nicht gelungen ist, sich zu entscheiden, ob er denn nun Epigraphiker, also ein Spezialist für Inschriften oder eben doch ein Sozial-, ein Kultur-, ein Religions-, ein Rechts- oder sogar Wirtschaftshistoriker der griechischen Welt sein will. In der Tat ist die Verbindung von quellennaher Grundlagenforschung, vor allem eben im Studium von Inschriften mit übergreifenden und oft höchst originellen Fragestellungen, geradezu ein Charakteristikum, das das weit ausgreifende Oeuvre unseres heutigen Redners durchgehend charakterisiert und es eben auch besonders auszeichnet. Angelos Chaniotis Forschungsinteressen gelten der griechischen Geschichte, der hellenistischen Welt und des griechischen Ostens in der römischen Kaiserzeit. Innerhalb dieses weiten Rahmens hat er sich mit ganz unterschiedlichen Themen befasst, die von der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte über die Rechts- und Religionsgeschichte bis hin zur Kulturgeschichte im weiteren Sinne reichen. Ich will an dieser Stelle nur einige
ganz wenige Publikationen nennen. In der bereits erwähnten Dissertation befasste sich Angelos Chaniotis mit Historie und Historiker in den griechischen Inschriften. Er untersuchte einerseits historiografische Texte, die als Inschriften oder als Teil von Inschriften überliefert wurden, andererseits aber auch, in welcher Rolle und Funktion Historiker in Inschriften in Erscheinung treten. Ungeachtet der Bedenken des genannten Rezensenten ist dieses Werk längst zu einem Standardwerk geworden und hat noch an Bedeutung gewonnen, seit sich die Althistorie vermehrt mit dem Umgang mit Geschichte in der Antike selbst zu befassen begann. In seiner 1996 publizierten Habilitationsschrift studierte und kommentierte Angelos Chaniotis die Staatsverträge zwischen den kretischen Poleis in hellenistischer Zeit. Bei diesen Staatsverträgen handelt es sich um ein besonders reiches Korpus an komplexen Texten, mit deren umfassender Kommentierung Herr Chaniotis ein weites Panorama auf das hellenistische Kreta eröffnete. Auf ebenso breite wie positive Resonanz stieß die 2005 publizierte Monographie War in the Hellenistic World. Sie bietet gerade keine Kriegsgeschichte des Hellenismus, sondern eine Sozial- und Kulturgeschichte des Krieges in hellenistischer Zeit, in der etwa das Söldnerwesen ebenso Platz findet wie Untersuchungen zu den spezifischen Geschlechterrollen im Krieg bis hin zur Ästhetik des Krieges. 2018 publizierte Angelos Chaniotis unter dem Titel The Age of Conquest seine zunächst für einmal letzte Monographie, eine Geschichte der griechischen Welt von Alexander, für einmal nicht bis Augustus, sondern bis Hadrian. Diese Geschichte des langen Hellenismus, wenn man so will, ist im vergangenen Jahr unter dem schönen Titel Die Öffnung der Welt, eine Globalgeschichte des Hellenismus, auch auf Deutsch erschienen. Mit dem Blick auf diese Monographien sind nur einige der Forschungsschwerpunkte von Herrn Chaniotis angesprochen. Ein weiterer bildete gerade in den letzten Jahren ein großes Forschungsprojekt, in dessen Rahmen Emotionen in der griechischen Welt untersucht wurden. Dazu publizierte unser Referent zahlreiche Aufsätze und mehrere Sammelbände. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Forschungen bilden besonders auch die Religionsgeschichte, zu der er zahlreiche Aufsätze publizierte. Besonders zu erwähnen ist dabei auch das jährlich in der Zeitschrift Kernos erscheinende Epigraphic Bulletin of Greek Religion, in dem die für die Religionsgeschichte relevanten epigraphischen Publikationen zusammengestellt und konzise kommentiert werden. Als Epigraphiker im engeren Sinne machte sich Angelos Chaniotis durch zahlreiche Publikationen neuer Inschriften, insbesondere aus Aphrodisias in der heutigen Türkei, verdient. Unbedingt zu nennen ist aber auch seine Tätigkeit als langjähriger Mitherausgeber des Supplementum Epigraphicum Graecum, in dem sämtliche in einem Jahr in unterschiedlichen Publikationen neu erschienenen oder neu edierten Inschriften zusammengestellt werden. Das SEG ist ein Arbeitsinstrument von unschätzbarem Wert für jeden Epigraphiker, jede Epigraphikerin. Angelos Chaniotis Forschungsleistungen wurden durch die Verleihung von zahlreichen Gasteinladungen, Projektförderungen und Preisen gewürdigt. Sie alle zu nennen, würde viel zu weit führen. Ehrendoktorate der Universitäten Liège, Thessaloniki und Kerkyra gehören ebenso dazu wie die Mitgliedschaften in zahlreichen Akademien oder auch ein Forschungspreis des Landes Baden-Württemberg. Liest man die Liste, meint man, man müsste einen Mann von mindestens 90 Jahren vor sich haben. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich will nun nicht länger werden und lieber Herrn Chaniotis selbst das Wort überlassen für seinen Vortrag zur Stadt als Bühne, theatrale Selbstdarstellung in der politischen Kultur der nachklassischen Polis. Herr Chaniotis, wir freuen uns sehr auf Ihre Ausführungen.
Herzlichen Dank für diese überaus freundliche Einleitung. Ich hatte mich sehr gefreut auf die Reise nach Zürich. Leider ist daraus nichts geworden. Man sagt, wenn die Menschen Pläne machen, lachen die Götter. Und dieses Jahr haben die Götter sehr viel zu lachen gehabt. Aber das Internet ist nicht nur geschaffen worden, um Fake News zu verbreiten, sondern auch solche Möglichkeiten zu geben, über die Kontinente, die Ozeane und so weiter Verbindungen herzustellen. Ich fange gleich an mit dem ersten Beispiel, mit der ersten Quelle. In seiner Erzählung von Ereignissen des Jahres 220 vor Christus beschreibt Polybios, der wichtigste Historiker der hellenistischen Zeit, das Verhalten des makedonischen Königs Philipp V. gegenüber den griechischen Verbündeten mit folgenden Worten. Ich zitiere: Nachdem er den Wettkampf der Nemeen gefeiert hatte, kehrte er nach Argos zurück. Er legte das Diadem und die purpurnen Kleider ab, mit der Absicht, den Eindruck zu erwecken, er sei einer vom Volk, besonnen und ein Freund des Volkes. Aber je volksnäher sein Kleid war, desto monarchischer war seine Macht. Zitat Ende. Für Polybios benutzte Philipp das königliche Kleid genau wie ein Schauspieler für eine Theateraufführung ein Kostüm an- oder ablegt, um eben eine Rolle zu spielen. Die Rolle des milden und volksnahen Staatsmannes. Und die Wahrheit zu verbergen, seine autoritäre Macht. Wegen der Inszenierung des Auftrittes und der beabsichtigten Täuschung ähneln die Handlungen Philipps einem Schauspiel. Sie sind eben theatralisch. Adressat seines theatralischen Verhaltens ist das Volk. Sein Ziel ist die Manipulation des Volkes und die Schaffung einer Fiktion. Sein Mittel ist die Illusion. Diese Stelle zeigt das Interesse eines zeitgenössischen Intellektuellen an Theatralität und Fiktion, die bewusste und kritische Wahrnehmung eines Phänomens, sein Verständnis von Ursachen und Wirkung. Polybios ist, soweit wir wissen, auch der Erste, der für die Beschreibung inszenierten Verhaltens aus der Welt des Theaters entliehene Worte benutzte. Die Worte tragikos, dramatisch, theatrikos, theatralisch und die neu vielleicht von ihm geschaffenen Worte ektheatriso und ektragodeo sich wie in einem Schauspiel verhalten. Obwohl Theatralität und Illusion keine neuen Phänomene der hellenistischen Zeit waren, häufen sich die Zeugnisse für eine bewusste Wahrnehmung erst seit dem späten 4. Jahrhundert vor Christus. Neu in der postklassischen Zeit ist nicht Theatralität und Fiktion, sondern ihre kritische Betrachtung. Bei der Behandlung dieses Phänomens beschränke ich mich heute auf die Welt der Polis. Ich untersuche nicht den königlichen oder den kaiserlichen Hof. Es geht um die Polis, etwa vom späten 4. Jahrhundert vor Christus bis etwa zum Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus, in einer historischen Periode, die ich lange hellenistische Zeit nenne. Also, mein Thema ist die Polis vom etwa Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus bis zum späten 2. Jahrhundert nach Christus. Um das Verständnis meiner Ausführungen zu erleichtern, fasse ich die Hauptthesen hier zusammen. Erstens, seit dem späten 4. Jahrhundert vor Christus, also seit der Zeit Alexanders des Großen, gibt es kontinuierlich und in den verschiedensten Quellengattungen, in Texten wie in Bildern, Hinweise auf eine verstärkte Wahrnehmung von Theatralität im öffentlichen Leben. Zweitens, die verstärkte Rolle und Wahrnehmung von Theatralität erklärt sich nicht nur aus Entwicklungen in der rhetorischen Ausbildung und in der Schauspielkunst, sondern auch aus politischen Bedürfnissen der Elite.
Und drittens, die Theatralität dieser politischen Kultur weist bei allen historisch bedingten Unterschieden eine gewisse Parallelität zu Phänomenen der modernen Massendemokratie auf. Aber erst soll ich kurz erklären, in welchem Sinne ich den Begriff Theatralität verwende. Als Theatralität verstehe ich die Bemühung von Individuen oder Gruppen, ein konstruiertes Bild von sich selbst zu vermitteln. Im Falle Philipp V. war dieses Bild das Bild des Freundes des Volkes. Ein Bild, das zumindest teilweise täuscht, weil es im Gegensatz zur Realität steht oder die Realität verzerrt oder die Realität gewissermaßen korrigiert. Theatralität ist ferner die Bemühung, Kontrolle über die Gefühle und die Gedanken anderer zu gewinnen, bestimmte Reaktionen wie Mitleid, Zorn, Angst, Bewunderung oder Respekt hervorzurufen. Um diese Ziele zu erreichen, das heißt, um eine Illusion zu konstruieren und die Gefühle und die Gedanken anderer zu beeinflussen, werden verschiedene Mittel verbaler und nichtverbaler Kommunikation angewandt. Ein sorgfältig abgefasster Text, also ein Skript, ein besonderes Kleid, das heißt ein Kostüm, Bilder und technische Vorrichtungen, die Vorbereitung des Ortes der Performance, also der Bühne, Kontrolle der Stimme, der Körpersprache, richtiges Timing. Theatralität in diesem allgemeinen Sinn ist kalkuliertes, einstudiertes, bombastisches, übertriebenes Verhalten im Gegensatz zum natürlichen Verhalten und zur Spontaneität. Jeder Vortrag zum Beispiel hat theatrale Elemente. Wenn ich einen Vortrag geben würde, würde ich wahrscheinlich eine Krawatte haben, einen Anzug, ich würde auf einem Podium stehen und ich würde versuchen, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Theatralität ist nicht zum ersten Mal in der historischen Periode erschienen oder beobachtet worden, die ich heute behandeln werde. Im Gegenteil, inszeniertes Verhalten kann seit der frühesten Zeit in Texten und Bildern erkannt werden. Man hat es auch unter den Primaten beobachtet. Wir dürfen auch vermuten, dass Illusionen und Fiktionen seit eh und je Teil der menschlichen Existenz gewesen sind und dass keine Gemeinschaft von Fiktionen völlig frei ist. Einstudiertes, ja sogar berechnendes Verhalten findet sich in vielen Formen des Austausches, von Flirt bis zur Teilnahme an einer Beerdigung. Ein Beispiel, wenn Sie ein Geschäft betreten, werden Sie von einer lächelnden Person begrüßt, die Sie fragt, wie es Ihnen geht. In Wahrheit ist es ja völlig egal, wie es Ihnen heute geht, wie es Ihnen gestern ging und ob Sie morgen tot umfallen. Wenn sie aber sagen würde, sagen Sie mir, was Sie wollen, und zwar schnell, und dann hauen Sie ab, dann würden Sie die Kundschaft und Ihre Beschäftigung verlieren. Verkäufer müssen eine freundliche Maske während der Arbeit tragen. In der griechischen Welt erkennen wir theatrales Verhalten in übertriebenen Gebärden, in Begräbnisszenen der geometrischen Kunst, also schon im 8. Jahrhundert vor Christus, oder in der Dichtung Homers, in Szenen, die Körperhaltung mit gesellschaftlichem Status verbinden. Bereits Herodot erzählt im 5. Jahrhundert vor Christus, wie Peisistratos um 550 vor Christus die Herrschaft in Athen mit einem theatralen Trick wiedergewonnen hatte. Er kleidete eine große Frau mit Athenas Rüstung an, ließ sie auf einen Streitwagen steigen, instruierte sie, die angemessene Körperhaltung zu haben und schuf die Illusion, dass die Göttin höchstpersönlich den Tyrannen nach Athen zurückbrachte. Dass die Volksherrschaft eine Fiktion sein kann, hatte Thukydides bereits um 400 vor Christus erkannt, als er schrieb, dass Athen unter Perikles Führung nur nominell eine Demokratie war, logomen demokratia, in Wahrheit aber die Herrschaft eines Mannes. Und bereits im 5. Jahrhundert vor Christus traten die Angeklagten vor die Geschworenen mit ärmlichen Kleidern, um ihr Mitleid zu erwecken. Ein lehrreiches Beispiel von Fiktion in der Kaiserzeit ist die Sklavenfamilie. Obwohl den Sklaven die Ehe rechtlich untersagt war, verwenden Sklaven die übliche Familienterminologie in ihren Grabinschriften.
Theatralität und Fiktion sind also universelle Erfahrungen. Und gerade deswegen müssen wir sie in spezifischen historischen und kulturellen Kontexten studieren. Theatralität ist eine Sache in einer Kultur mit institutionalisierten Theateraufführungen und entwickelter Ausbildung von Schauspielern und eine ganz andere in einer Kultur, die solche Phänomene nicht kennt. Illusionen und Fiktionen funktionieren in unterschiedlicher Weise in der Welt der Pharaonen und in der Welt von Twitter und YouTube. Kontextualisierung ist daher erforderlich. Aber Kontextualisierung schließt Vergleiche nicht aus. Im Gegenteil ist die Kontextualisierung die unabdingbare Voraussetzung für sinnvolle Vergleiche. Vergleiche mit modernen Phänomenen sind also, zumal in dieser Vorlesungsreihe, sowohl unvermeidlich als auch durchaus beabsichtigt. Ich fange an mit der Vorstellung einiger repräsentativen Quellen, erst aus den Jahren unmittelbar nach dem Tod Alexanders des Großen. Um 320 vor Christus beschreibt Theophrast, ein Schüler von Aristoteles und aufmerksamer Beobachter des Verhaltens von Menschen in öffentlichen Räumen, in seinem Werk Charaktere das Verhalten des oligarchisch Gesinnten. Ich zitiere: Erst mitten am Tag geht er aus, beachten Sie hier das Timing, nur die unteren Schichten gehen aus früh am Morgen, den Mantel in Falten gelegt, beachten Sie hier die Sorge für das Kostüm, das Haar mittellang geschnitten, sorgfältig manikürt. Und er lamentiert wie ein tragischer Schauspieler, Tragodon. Ach, wegen des Sykophanten kann man nicht mehr in dieser Stadt leben. Zitat Ende. Theophrast assimiliert ganz explizit die Worte des Mannes mit einer schauspielerischen Darbietung. Er zeigt ähnliches Interesse an Kleidung und Körpersprache des ehrgeizigen Mannes. Er hat am Festzug mit den Rittern, das heißt mit den Mitgliedern der höchsten Zensusklasse, teilgenommen. Da gibt er die übrige Rüstung dem Sklaven und den Mantel übergeworfen, stolziert er in Sporen den Marktplatz herab. An der Volksversammlung wird er auftreten mit einem eleganten weißen Mantel. Sein Haar lässt er häufig schneiden, seine Zähne sind weiß. Wenige Jahre später erzählte der Historiker Duris Folgendes über den Philosophen Demetrios von Phaleron, der Athen als Tyrann mit Unterstützung des Makedonenkönigs regierte. Er achtete sehr auf sein Erscheinungsbild, indem er sein Haar blond färbte und sein Gesicht schminkte und sich mit anderen Salben bedeckte. Denn er wollte den Leuten, die ihm begegneten, gut gelaunt und freundlich erscheinen. Das Erscheinungsbild des Demetrios konstruierte die Illusion des freundlichen und volksnahen Staatsmannes. 2300 Jahre später wurde ein deutsches Gericht jede Diskussion über die Frage verbieten, ob der damalige Kanzler Schröder sein Haar färbte. Man könnte weitere Beispiele aus der Neuzeit und der Gegenwart bringen, vom pechschwarzen Haar des 80-jährigen Präsidenten Perón in Argentinien und das in wundersamer Weise wieder gewachsene Haar von Berlusconi bis zur Entfernung von etwas Fett von Sarkozys Taille mit Hilfe von Photoshop. Ein anderer Demetrios, diesmal ein König, Demetrios der Belagerer, ist ein berühmtes Beispiel theatralen Verhaltens, sowohl in seinem Hof als auch in seinem Umgang mit der Polis Athen. Die einschlägigen Berichte findet man zwar bei Plutarch in der Vita des Demetrios, also um 100 nach Christus, aber sie gehen auf einen zeitgenössischen Historiker zurück, wahrscheinlich eben Duris, der oft sowohl die Theatralität von Staatsmännern als auch die Ähnlichkeit des Lebens mit einem Drama kommentierte. Das erste Zeugnis betrifft die Art und Weise, wie Demetrios seine Rückkehr nach Athen im Frühling 295 vor Christus inszenierte, wenige Jahre nachdem die Athener ihn verraten hatten. Und wie er, einem Deus ex machina gleich, wortwörtlich auf die Bühne erschien. Wahrscheinlich plante er seinen Einzug in die Stadt so, dass er mit dem Datum zusammenfiel, an dem traditionell die dramatischen Aufführungen der Dionysien stattfanden. Als aber an diesem Tag die Athener zum Theater kamen, erwartete sie nicht das dramatische Fest. So, ich zitiere aus Plutarch.
Demetrios zog ein und befahl, dass sich alle im Theater versammeln sollen, sperrte die Bühne mit Soldaten ab und umstellte die obere Rednerkanzel mit Leibwächtern, stieg dann selbst wie die tragischen Schauspieler durch die oberen Zugänge herab. Und als daraufhin die Athener in noch größeren Schreck geraten waren, machte er gleich mit seinen ersten Worten ihrer Angst ein Ende. Er sprach nicht mit drohend erhobener Stimme und gebrauchte keine harten Ausdrücke, sondern machte ihnen freundliche Vorwürfe und gewährte ihnen Verzeihung. Durch die Vorbereitung der Bühne, den dramatischen Auftritt und die sorgfältige Wahl des richtigen Tonfalls gewann Demetrios Kontrolle über Gedanken und Gefühle der Athener. Wir beobachten hier den geschickten Kontrast zwischen Nähe und Distanz, ein Merkmal des Populismus, auf das ich später zu sprechen komme. Der König erscheint wie ein Deus ex machina und demonstriert seine Übermacht, aber zugleich auch als der fürsorgliche Herrscher, der Verständnis für die Bedürfnisse des Volkes hat. Plutarch, das heißt wahrscheinlich wieder nach Duris, kommentiert Demetrios Verhalten, als er wenige Jahre später, 288, realisierte, dass er eine entscheidende Schlacht verloren hatte. Er ging zu seinem Zelt und als ob er ein Schauspieler und kein richtiger König wäre, legte er anstelle des königlichen Kostüms einen schwarzen Mantel und verschwand unbemerkt. Genau diesen Kontrast zwischen Bild, Maske und Kostüm und Wirklichkeit deutet die Darstellung eines alten tragischen Schauspielers auf einem Gefäß aus Tarent an. In der gleichen Vita des Demetrios kommentiert Plutarch, das heißt wieder seine Quelle, das theatrale Verhalten der Nachfolger Alexanders, sobald sie den Titel des Königs angenommen hatten. Das Diadem bedeutete nicht nur die Annahme eines weiteren Titels und eine Änderung in der Erscheinung. Es hatte auch eine Wirkung auf die Mentalität dieser Männer. Es machte sie arroganter und machte ihr Verhalten und ihren Umgang mit anderen pompöser und majestätischer. Genauso wie tragische Schauspieler ihre Gangart, Stimme, Tischhaltung und die Art, wie sie andere ansprechen, ihren Kostümen anpassen. Wir machen nun einen Zeitsprung und kommen mit Polybios auf die Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus. Wir haben bereits gesehen, wie Polybios das theatrale Verhalten von Philipp V. kommentierte. Ähnliche Beobachtungen finden sich in großer Zahl in seinem Werk. Aus Zeitgründen gebe ich nur 3 Beispiele. Im ersten Beispiel kritisiert er Offiziere für ihre öffentlichen Auftritte mit großem Gefolge, Akolutiae, große Aufmerksamkeit auf ihre Kleidung, Aesthetas, und Pflege ihres Erscheinungsbildes, Kalopismos. Bereits 500 Jahre vor Polybios hatte sich der Dichter Archilochos über einen General lustig gemacht, der mit prahlerischem Gang ging, stolz auf seine Locken und teilweise rasiert. Bei Polybios geht es aber nicht um eine gelegentliche Beobachtung, sondern um eine wiederkehrende Thematik. Im zweiten Beispiel vergleicht er den Erfolg des Politikers Kritolaos in der Volksversammlung mit dem Erfolg eines Schauspielers, der das erhoffte Sujet, die Hypothesis, bekommen hat, wir würden heute sagen die Rolle seines Lebens, und die Kunst der Zuschauer, Theatru, gewonnen hat. Mit dem dritten Beispiel zeigt Polybios die Bemühungen eines Königs, sich dem Volk mit der Maske der Lautseligkeit und der Umgänglichkeit zu präsentieren. Der König ist Antiochos IV. Oft zog er das königliche Gewand aus und trug die Toga, ging in die Agora herum, nahm an den Wahlen teil und bat die Menschen um ihre Stimme, umarmte einige und bettelte andere an, um als Ädil oder Tribun gewählt zu werden. Genauso wie Demetrios und Philipp wechselt Antiochos das Kostüm. Mit seinem theatralen Verhalten wollte er die Illusion einer demokratischen Herrschaft schaffen. Obwohl er die autoritäre Macht des Königs besaß, spielte er für die Bevölkerung seiner Hauptstadt die Rolle des Bürgers, der sich um öffentliche Ämter bewirbt. Volksnähe war nur eine Maske in einem Schauspiel. Wenn aber übertriebene Theatralik die Balance zwischen Distanz und Umgänglichkeit stört,
dann schafft sie nicht die Illusion der Umgänglichkeit, sondern führt zum gegenteiligen Ergebnis. Antiochos wurde nicht als Epiphanes, der Vornehme, bekannt, sondern als der Epimanes, der Verrückte. Lächerlichkeit und statt Respekt war das Ergebnis. Nun eine moderne Parallele. Als Dukakis 1988 gegen George Bush Senior antrat, wollte er von seiner militärischen Kompetenz überzeugen und erschien mit Krawatte und Helm in einem Panzer wie die Karikatur eines Soldaten. Genau dieses Bild verwendete Bush, sein Gegner, in seiner Wahlkampagne. Es gilt als eines der 100 Bilder, die den Lauf der Geschichte geändert haben. Und der Ausdruck Dukakis in a Tank ist zum Metonym für gescheiterte Theatralik geworden. Mit dem nächsten Autor, Poseidonius, erreichen wir das frühe 1. Jahrhundert vor Christus. Er beschreibt, wie der Staatsmann Athenion, ein Freund von König Mithridates, seinen Auftritt in der Volksversammlung in Athen im Jahr 88 vor Christus inszenierte und die Athener überredete, den König in seinem Krieg gegen Rom zu unterstützen. Dieser Bericht ist die detaillierteste Beschreibung von Körpersprache eines Redners in einer hellenistischen Stadt. Sie findet Parallelen sowohl in Ratschlägen, die die rhetorischen Handbücher geben, als auch in Darstellungen von Schauspielern in dieser Zeit. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auch darauf lenken, wie Poseidonius seinen Bericht mit Anspielungen auf die Welt des Theaters füllt, um Athenions Rede als eine schauspielerische Leistung zu charakterisieren und den Leser auf die Theatralität aufmerksam zu machen. Schauen wir uns diese Stelle an und erst wie Poseidonius die Ankunft Athenions als ein Spektakel beschreibt. Sobald er angekommen war, strömten die meisten Bürger auf die Straßen, um ihn zu empfangen. Auch viele andere Zuschauer, Theatai, kamen zusammen und wunderten sich über die unerwartete Umkehrung des Glücks, das Paradoxon, dass Athenion, der durch Betrug die Staatsbürgerschaft erworben hatte, nur auf einem Stuhl mit silbernen Beinen und auf purpurnen Kissen nach Athen gebracht wurde. So rannten Männer, Frauen und Kinder zu diesem Spektakel, Prostentean, und erwarten das Beste von Mithridates. Mit den Worten Theatai, Zuschauer, und Thea, Spektakel, präsentiert Poseidonius diese Szene direkt als Spektakel. Er wendet aber auch subtilere Mittel an, um Athenion in die histrionische Welt zu setzen. Athenions Karriere wird als ein Spiel der Fortuna dargestellt, als ein Paradoxon. Sehr passend sind die Theaterkünstler, diejenigen, die ihn zuerst empfangen. Vom Sitz ihres Vereins aus betritt nun Athenion die Agora. Die dionysischen Künstler empfingen ihn, den Boten des neuen Dionysos, Mithridates ist der Bote des neuen Dionysos, und luden ihn zum gemeinsamen Herd und zu den Gebeten und Trankopfern ein, die in der Nähe stattfanden. Er kam aus diesem Haus heraus, indem er einen glamourösen Mantel zog, Episiron, hinter sich zog, also nicht trug, und einen goldenen Ring mit dem Porträt von Mithridates trug. Viele Diener gingen voraus oder folgten ihm. Seinen Mantel, sein Kostüm, trägt Athenion nicht, sondern er zieht ihn und so wieder zur Karikatur eines Mannes mit Autorität. In der Agora angekommen, steigt er auf die Tribüne und hält seine Rede. Wieder konzentriert sich der Historiker auf die Beschreibung von Körpersprache, Gesten und Pausen in der Interaktion Athenions mit seinem Publikum und weist auf die Rolle des Paradoxon in seiner Rede hin. Er stieg auf das Podium, stand darauf und sah sich in der Menge um, Periblepsas Kikledon. Dann hob er den Kopf, Anavlepsas, und sagte: Athener, die Angelegenheit und das Interesse der Stadt fordern mich auf, zu sagen, was ich weiß. Aber das Ausmaß dessen, was gesagt werden soll, hindert mich daran, es zu sagen, weil die Ereignisse unerwartet sind. Als alle, die herumstanden, schrien und ihn drängten, Mut zu haben, zu sprechen, sagte er: Lass mich euch von Dingen erzählen, die wir uns im Traum nicht hätten vorstellen können.
dann gibt er seinen Bericht, der eigentlich das Paradebeispiel von Fake News ist, mit Übertreibungen, Lügen und so weiter. Nach diesem Bericht hielt er eine Weile inne und gab der Menge die Gelegenheit, über die unerwarteten Ankündigungen zu sprechen. Dann kratzte er sich an der Stirn und sagte: Wozu rate ich euch nun? Alle Details in der Beschreibung des Poseidonius finden in der zeitgenössischen Schauspielkunst und in den Anweisungen der Autoren rhetorischer Abhandlungen an Redner eine Parallele. Der Fokus des Redners auf dramatische, das heißt unerwartete Elemente, findet sich in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung sowie in epigraphisch überlieferten Reden, die uns eine Vorstellung davon geben, wie Redner in ihr Publikum fesselten. Athenions Körpersprache, sich umsehen, den Kopf heben, die Stirn kratzen, entspricht der Körpersprache von Schauspielern und insbesondere von Komikern, wie wir sie aus Terrakotta-Statuetten und einer Passage in Plautus kennen. In der Komödie Miles Gloriosus, die natürlich auf ein hellenistisches Vorbild zurückgeht, beschreibt Periplektomenus die Gästen des Sklaven Palestrio. Jetzt tippt er mit den Fingern auf seine Brust. Er beabsichtigt, denke ich, seine Intelligenz hervorzurufen. Aha, er wendet sich ab. Er schnippt mit den Fingern. Er ist besorgt. Er ändert ständig seine Position. Aber schau, er schüttelt den Kopf. Er lehnt diese Idee ab. Für seinen Auftritt setzt Athenion die angemessenen Körpersprache ein und erlegt Pausen, eine Technik, die in rhetorischen Handbüchern empfohlen wird. Nach dem Autor der Rhetorica ad Herennium, ein Handbuch, das auf hellenistische Vorbilder zurückgeht, halten Pausen die Stimme stark und geben dem Publikum die Möglichkeit, über die Rede nachzudenken. Zu Beginn seiner Rede schaut sich Athenion um. Genau das empfehlen die Rhetoriklehrer. Der Redner soll sich seinem Publikum wenden und vermeiden, seine Augen auf den Boden zu richten. Das theatrale Verhalten des öffentlichen Redners ist ein Hauptthema der rhetorischen Handbücher, mit denen wir nun die Kaiserzeit erreichen. Allerdings gehen diese Handbücher auf hellenistische Vorbilder zurück und sind somit auch für die Rekonstruktion von Theatralität im Hellenismus wertvoll. Für Quintilian, den Autor der letzten Abhandlung zu diesem Thema, besteht das ultimative Gebot der Schauspielkunst des Redners darin, ihre Existenz eigentlich zu verbergen, also eine Illusion zu kreieren. Ne ars esse videtur. Redner sollten von Schauspielern und Sportlehrern geschult werden, um Körper, Stimme und Gesichtsausdruck voll ausnutzen zu können. Bereits Demosthenes soll vom Nutzen dieser Ausbildung gewusst haben. Nach einem misslungenen Auftritt in der Volksversammlung sagte ihm der Schauspieler Andronikos, die Worte seien ausgezeichnet, die Performance, Hypokrisis, aber mangelhaft. Als der Schauspieler dieselbe Rede hielt, erkannte Demosthenes den Unterschied und nahm bei ihm Unterricht. Wenn man ihn später fragte, was denn das Wichtigste in der Redekunst sei, die Performance, Hypokrisis, soll die Antwort des Redners gewesen sein. Und das Zweitwichtigste, die Performance. Und das Dritte, das ahnen Sie schon, die Performance. So lernte Demosthenes ganze Absätze zu sprechen, ohne Luft zu holen, und erprobte seine Aufführungen vor einem großen Spiegel. In der Kaiserzeit war die Ausbildung von Rednern durch Stimmlehrer, die sogenannten Phonaskoi, hier zeige ich den Grabstein von einem Phonaskos aus Nikopolis, sie war also diese Ausbildung sehr verbreitet. Die Bedeutung der Gebärden zeigt sich auch darin, dass eine Geste des Demosthenes noch 4 Jahrhunderte nach seinem Tod bekannt war. Quintilian wusste noch, wie Demosthenes das schüchterne und gedämpfte Proemium seiner Rede über den Kranz begann, um Bescheidenheit auszudrücken. Er brachte den Daumen und die ersten 3 Finger sanft zusammen und bewegte die Hand entlang des Körpers vom Munde bis zur Brust. Dann ließ er sie fallen, die Handfläche nach unten und leicht nach vorne gebracht. Also das. Und das wurde 500 Jahre später noch bekannt.
Der Autor der Rhetorik auf Ad Herennium rät dem Redner, Gesichtsausdrücke zu verwenden, die den Eindruck von Bescheidenheit und Lebhaftigkeit vermitteln. Die Gästen sollten nicht auffallen. Für den würdigen Gesprächston muss der Sprecher in Position bleiben, wenn er spricht und seine rechte Hand leicht bewegen. Sein Gesicht drückt die Emotionen aus, die für das Thema angemessen ist, Fröhlichkeit oder Trauer oder ein Gefühl dazwischen. Genau dies beobachten wir an den späthellenistischen Statuen von Staatsmännern. Die Arme, die normalerweise vom Umhang bedeckt oder nur leicht bewegt sind, drücken Selbstbeherrschung und Zurückhaltung aus. Selbst wenn die Arme von den Vorhängen der Mäntel befreit und nach vorne projiziert werden, um Energie und Anspannung anzuzeigen, vermeiden die Männer das leidenschaftliche Gestikulieren. Der gleiche Autor rät, für den pathetischen Ton der Verstärkung des Arguments sollte man sich oft den Oberschenkel schlagen oder den Kopf schlagen und manchmal eine ruhige und gleichmäßige Gestik und einen traurigen und verstörten Ausdruck verwenden. Der Redner soll sich daran erinnern. Eine gute Performance stellt sicher, dass das, was der Redner sagt, so aussieht, als ob es vom Herzen käme. Zeitgenössische Porträts mit ihren Gesichtsausdrücken zeigen Anstrengung. Die Anstrengung, mit der der gute Bürger die mühsamen bürgerlichen Pflichten wahrnahm. Ich zeige hier so ein Porträt heute im Getty-Museum. Die Bilder der selbstverherrschten und engagierten Bürger verkörpern künstliches und inszeniertes Verhalten. Ihr Gesichtsausdruck, der auf Erschöpfung nach den anspruchsvollen Bemühungen um das Gemeinwohl hinweist, erinnert an den Rat, den Quintilian den Redner gibt. Sie sollen ihre Erschöpfung demonstrieren, indem sie ihr Kleid in unachtsame Unordnung fallen lassen, mit Schweißströmen und Anzeichen von Müdigkeit zeigen. Sie sollen zeigen, dass sie keine Mühe für das Interesse ihrer Kunden verschont hatten. An einem Porträt der hellenistischen Zeit, heute im Museum Miho, das ist noch unpubliziert, in Japan, erkennt man an seinem Kinn, ich zeige hier mit dem Pfeil das Detail, leicht eingravierte Barthaare. Der Mann hatte nicht einmal die Zeit, um sich zu rasieren. So engagiert war er für das Gemeinwohl. Das ist eine ikonografische Konvention, die man später in Statuen von Statthaltern findet. Hier ein Beispiel aus Aphrodisias, Flavius Palmatus, der hatte keine Zeit, nicht nur sich nicht zu rasieren, sondern auch nicht zum Friseur zu gehen, wie man sieht. Ähnliche Situationen kennen wir natürlich auch heute, aber aus anderen Gründen. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, von einem Bericht zu zitieren, wie George Bush der Ältere seine öffentlichen Auftritte inszenierte, als er sich um einen Sitz im Kongress Mitte der 60er Jahre bemühte. George Bush war in jedem Fernsehbildschirm immer wieder zu sehen. Mit dem Mantel über den Schultern hingeworfen, mit aufgerollten Ärmeln, mühelos durch die Straßen wandernd, grinsend und händeschüttelnd. Er zeigte dem Wähler, dass er sorgte. Wofür er sorgte, das ist niemals klar geworden. Und schließlich ein Beispiel aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Lukians ironische Beschreibung des theatralen Verhaltens von Philosophen. Ihre Tugend trugen diese Männer wie ein Kleidungsstück mit einem respektablen Namen. Sie hoben die Augenbrauen hoch, leckten Falten auf die Stirn, ließen Bärte wachsen und nun laufen sie herum, indem sie verabscheut und würdige Gewohnheiten unter einem täuschenden Aussehen verbergen. Genau so wie die tragischen Schauspieler, wenn man ihre Masken und das Kostüm aus Goldfäden entfernt, was bleibt, ist ein lächerlicher Homunculus, der für eine Ausführung für 7 Drachmen angeheuert wurde. Aus Zeitgründen verzichte ich auf weitere Beispiele. Ich hoffe, dass diese Beispiele deutlich gezeigt haben, dass es seit dem späten 4. Jahrhundert vor Christus kontinuierlich und in einem ganzen Spektrum von Quellen das große Interesse von Intellektuellen, Theophrast, Duris, Polybios, Poseidonius, Plutarch, Lukian, am theatralen Verhalten von Staatsmännern und Rednern in ihren öffentlichen Auftritten in Städten zeigt.
Das von zeitgenössischen Autoren beschriebene theatrale Verhalten war keine literarische Erfindung. Es war Realität, wie wir sie aus dem Vergleich mit den rhetorischen Handbüchern und den Ehrenstatuen erschließen. Was ein Polybios, ein Poseidonius oder ein Lukian verspotten, sind keine fiktiven Figuren, sondern typische Staatsmänner und Intellektuelle. Die Autoren, die Theatralität anprangerten, kämpften nicht gegen Produkte ihrer eigenen Fantasie. Es drängt sich nun die Frage nach einer Erklärung. Die einfache Erklärung wäre, diese Entwicklung auf den Einfluss von Theateraufführungen und einer entwickelten Redekunst zurückzuführen und sie als eine Mode zu betrachten. Falsch wäre diese Erklärung gewiss nicht, denn die allgegenwärtige Präsenz von Theatern und die Verfeinerung der Schauspielkunst kann man nicht leugnen. Nach mehr als 100 Jahren von regelmäßigen Theateraufführungen erst in Athen, dann überall in der griechischen Welt, hatten die Teilnehmer an einer Versammlung, die Geschworenen im Gericht, das Volk in der Volksversammlung, die Kultteilnehmer am Fest, hohe Erwartungen. Wer erlebt hatte, wie ein Schauspieler auf der Theaterbühne die Rolle des Boten in einer Tragödie spielte, erwartete eine ebenso beeindruckende Leistung auch von Gesandten, der zur Volksversammlung kam, die oft eben am selben Ort, also im Theater, stattfand. Wer im Theater erlebt hatte, wie Schauspieler in einem Drama mit lauter Stimme und manierierten Körpersprache Argumente austauschten, schätzte entsprechende Leistungen auch in den politischen Debatten. Und wie raffiniert die Fähigkeiten der Schauspieler waren, das ist auch heute für uns erkennbar in den Terrakotta-Statuetten von Schauspielern mit ihren übertriebenen Gesten und der ausstudierten Körpersprache. Auf der Bühne des öffentlichen Lebens verhielten sich seine Protagonisten wie Schauspieler. Wie die Schauspieler mussten sie die Gunst lauter und anspruchsvoller Zuschauer gewinnen. Um dies zu erreichen, stützten sie sich auf dieselben verfeinerten Künste wie die Schauspieler. Einen guten Text, Kontrolle der Stimme, geschickte Verwendung der Körpersprache. Die Theatralität des öffentlichen Lebens ist also zum Teil, aber nur zum Teil, ein Phänomen der hellenistischen und kaiserzeitlichen Kultur. Der Einfluss von Theateraufführungen und der Fortschritt in Schauspielkunst und Rhetorik erklären, warum Theatralität in der politischen Kultur dieser Zeit möglich war. Sie erklären aber nicht, warum sie notwendig wurde. Dafür gibt es tiefer liegende Gründe. Theatrales Verhalten im öffentlichen Leben war deswegen notwendig, weil das öffentliche Leben auf Illusionen und Fiktionen beruhte. Der Illusion der Freiheit und der Autonomie der Polis, der Illusion der Souveränität des Volkes, der Illusion der bürgerlichen Solidarität. In den Städten der hellenistischen Zeit und der Kaiserzeit wurde die Volksversammlung weiterhin regelmäßig einberufen, um Jahresbeamte zu wählen, die Anträge des Rates zu genehmigen und die Kontrolle über die Beamten auszuüben. Dennoch haben mehrere Faktoren die Autonomie, die Souveränität und Gleichheit untergraben. Städte standen nicht nur unter der indirekten Kontrolle von Königen und später der Kaiser und der römischen Provinzstatthalter. Sie wurden auch von einer kleinen Anzahl wohlhabender Männer regiert, die die politische Macht monopolisierten. Diese Herrschaft der Elite war faktisch, später seit der Kaiserzeit auch institutionell, erblich. Sie basierte auf ererbten Reichtum, ererbten sozialen Netzwerken und dem ererbten Anspruch auf politische Führung. Die Mitglieder der Elite besetzten wiederholt Ämter. Nur sie stellten Anträge in der Volksversammlung. Die Mitglieder ihrer Familien engagierten sich seit jungen Jahren im politischen Leben. Sie erhielten Ehrungen, die sie über den Status eines normalen Bürgers erhoben. Eines der wirksamsten Medien, um die Macht der Elite zu stärken und akzeptabel zu machen, war die Sichtbarkeit ihrer Dienste und Privilegien. Mit Spenden zeigten sie ihre Bereitschaft, einen Teil ihres Privateigentums für die Gemeinde auszugeben. Diese Bereitschaft war jedoch mit der Erwartung verbunden, dass die Gemeinschaft ihre politische Führung akzeptiert. Das Verhältnis zwischen der Elite, die die Macht monopolisierte, und der Masse der Bürger, die dieses Monopol akzeptierte, beruhte auf Gegenseitigkeit.
Theatralität war gewissermaßen ein Mantel, der die Diskrepanz zwischen der Fiktion einer demokratischen Verfassung und der Realität der Herrschaft entweder der Könige oder der Elite bedeckte. Ehrentitel wie Pater Polleos, der Vater der Stadt, und Hios Polleos, der Sohn der Stadt, erweckten die Illusion, die gesamte Gemeinschaft sei eigentlich nur eine große Familie. Die Stellung der Mitglieder der Elite wurde mit der eines Vaters assimiliert. Die Beerdigung von Herodes Atticus, dem reichsten Athener im Jahr 175 nach Christus, zeigt, wie die Menschen diese Rolle der Familie des Wohltäters gerne spielten. Die Athener ließen die Epheben den Leichnam mit ihren eigenen Händen ergreifen in Marathon und in die Stadt bringen. Alle, jung und alt, gingen mit Tränen und Akklamationen zum Empfang des Leichnams, wie Kinder, wie Philostrat schreibt, die einen guten Vater verloren hatten. Eigentlich wurde Herodes wie kein anderer gehasst in Athen, das wissen wir wiederum aus anderen Quellen. Mehrere Inschriften, die von ähnlichen Szenen berichten, zeigen, dass dieser Bericht glaubwürdig ist. Solch ein übertriebenes Verhalten erzeugte die Illusion von Solidarität und motivierte andere wohlhabende Personen zu Wohltaten. Als Mitglieder einer fiktiven Familie waren sie bereit, einen kleinen Teil ihres Vermögens für die Bedürfnisse des Volkes zu geben und erwarteten als Gegenleistung die Loyalität und den Gehorsam, die man einem Vater schuldet. Während diese Fiktion der Polis als Familie die Herrschaft der Elite akzeptabel machte, zielte das theatrale Verhalten von Königen darauf hin, die Fiktion der Polis-Autonomie aufrechtzuerhalten. Ich habe meinen Vortrag mit einem einschlägigen Zeugnis angefangen, mit Philipps Auftritte ohne Diadem in griechischen Städten. Ich schließe den Kreis mit einem weiteren Zeugnis, auch über Philipp, aber diesmal nicht mit dem Bericht eines Historikers, sondern mit den eigenen Worten eben Philipps. 217 vor Christus schickte Larissa eine Gesandtschaft zu ihm, die ihm erklären sollte, dass die Bevölkerungszahl aufgrund der Kriege geschwunden war. Philipp gab die Anweisung, das Bürgerrecht fremden Bewohnern zu geben. Er schreibt: Bis ich an andere denke, die euer Bürgerrechte würdig sind, ist es für den Augenblick mein Urteil, dass ihr ein Dekret erlassen sollt. Krino Sephisastai. Durch das den Thessalern und anderen Griechen, die in eurer Stadt leben, das Bürgerrecht verliehen wird, denn ich bin überzeugt, dass wenn dies vollbracht ist und alle wegen der erhaltenen Gunstbezeugung zusammenhalten, daraus viele andere Vorteile für mich und für die Stadt entstehen und dass das Land umfassender bewirtschaftet wird. Wie groß die tatsächliche Macht eines Königs auch war, er konnte niemals irgendjemandem die Bürgerrechte einer Polis verleihen. Die Verleihung des Bürgerrechts bedurfte der Zustimmung der Volksversammlung. Natürlich konnte der König seinen Willen deutlich machen, und das machte er auch. Philipp tat dies, indem er das starke Wort Krino, ich bestimme, ich falle das Urteil, verwendete. Er kombinierte aber sein Urteil mit Argumenten, um es den Larissäern zu ermöglichen, ihr Gesicht zu wahren und das Dekret als Ergebnis nicht seiner Anordnung, sondern ihrer Überzeugung zu erlassen. Die Formulierung "Es ist mein Urteil, dass ihr ein Dekret erlassen sollt" zeigt die Diskrepanz zwischen der nominellen Unabhängigkeit Larissas, ihr sollt ein Dekret erlassen, und der wahren Macht des Königs, es ist mein Urteil. Dieses Oxymoron, ich entscheide, was ihr beschließt, zeigt überaus deutlich, dass die Autonomie von Larissa eine Fiktion war, und es zeigt auch, dass das theatrale Verhalten, das Polybios beschreibt, durchaus der Realität entsprach. Genau die gleiche Fiktion finden wir in einer anderen Stadt, Athen, zu Beginn dieser Periode. In der Vita Phokions, des athenischen Staatsmannes des 4. Jahrhunderts vor Christus, beschreibt Plutarch ein Ereignis des Jahres 318 vor Christus. Der Makedonenkönig Philipp III. Brachte Athen unter seine Kontrolle und ließ den alten Phokion und andere Athener verhaften. Eine eilig einberufene Volksversammlung sollte über ihr Schicksal entscheiden. Bevor die Versammlung eine Entscheidung souverän treffen konnte, wurde als erster der Brief des Königs verlesen, der keinen Spielplatz für freie Entscheidungen ließ.
In meiner Meinung, schrieb der König, sind diese Männer Verräter, Egnostai prodotas gegonene. Und dann, jetzt sollt ihr entscheiden. Wie in Larissa 100 Jahre später, so auch in Athen, diktierte der König die Entscheidung unter der Maske der Meinung. In der hellenistischen Zeit war theatralisches Verhalten notwendig, um die Illusion von Kontinuität im Leben der Polis zu vermitteln, obwohl sich tatsächlich viel geändert hatte. Nach dieser Exkursion in der postklassischen Polis komme ich nun ganz kurz zu unseren Demokratien. Das ist der letzte sehr kurze Teil des Vortrags. Auch in unserer Welt verbergen ähnliche Inszenierungen unter der Maske der Kontinuität radikale Veränderungen. Die Thronrede der Königin im House of Lords bei der Eröffnung des Parlaments ist ein gutes Beispiel. Die königliche Prozession bringt die Königin vom Buckingham Palace zum House of Lords. Die Königin betritt die Kammer in ihrer Parlamentskleidung, Schwert und Mütze werden vor ihr getragen. Zur gleichen Zeit wird der Gentleman Usher of the Black Rod zum House of Commons geschickt, wo er dreimal mit seinem Ebenholzstab an die Tür klopft. Als Erinnerung daran, dass die Abgeordneten hart um ihre Unabhängigkeit von der Krone gekämpft hatten, wird ihm die Tür ins Gesicht geschlagen, bevor er sie zu den Lords einladen darf. Die Mitglieder des Parlaments protestieren lautstark, dass die Lords immer noch die oberste Kammer sind. Da gibt der Lord Kanzler der Königin ihre Rede. Obwohl von der Regierung verfasst, erzeugt die königliche Ansprache die Illusion, dass sie die Wünsche der Königin zum Ausdruck bringt, die sich durchweg auf meine Regierung bezieht, jedoch auch die Worte andere Maßnahmen werden vor sie gebracht, hinzufügt. Dadurch wird der Regierung Flexibilität gegeben, gegebenenfalls auch andere Anträge einzureichen. Bei dieser Zeremonie trägt der Monarch eine bestimmte Kleidung, ein Kostüm. Alle Details werden inszeniert, alle Beteiligten spielen eine Rolle. Der Effekt ist die Aufrechterhaltung der Illusion, dass das Vereinigte Königreich von einem souveränen Monarchen regiert wird. Wie in der postklassischen Polis, so begegnen wir auch in unseren Massendemokratien der Diskrepanz zwischen Fiktionen und Realität, der Fiktion der Gleichheit und der Realität von Ungleichheit und Diskriminierung, der Fiktion der Volksherrschaft und der Realität der Manipulation des Willens des Volkes. Nehmen wir zum Beispiel die Tickets für den New Jersey Transit, das sind die Tickets vom Zug. Diese informieren die Passagiere darüber, dass sie Anspruch auf einen Sitzplatz unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, nationaler Herkunft oder religiösem Glauben haben. Die Tickets repräsentieren die Fiktion einer Gesellschaft ohne Diskriminierung. Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, nationale Herkunft und religiöse Glaube mögen für die Sitzplätze in den New Jersey-Zügen irrelevant sein, aber 55 Jahre nach dem Civil Rights Act von 1964 spielen sie in vielen und weitaus wichtigeren Aspekten der amerikanischen Gesellschaft eine Rolle. In Bildung, Beschäftigung und im Strafsystem. Der griechische Philosoph Panagiotis Kondylis hatte die strukturellen Merkmale von Massendemokratien erörtert und auf eine Diskrepanz hingewiesen, die die Massendemokratie unserer Zeit innewohnt. Die Diskrepanz zwischen dem Prinzip der Gleichheit und der tatsächlichen Herrschaft der Elite. Diese Asymmetrie zwischen Realität und Erwartung zwingt die Elite, sich den gewöhnlichen Menschen als umgänglich zu präsentieren und so ein theatralisches Verhalten anzunehmen. Ich zitiere, der Populismus muss aber auch permanent psychologische Bedürfnisse befriedigen, und zwar dadurch, dass er Ersatz für die Gleichheit da schafft, wo faktisch keine vorhanden ist. Solchen Ersatz bietet zum Beispiel die zunehmende Beseitigung der Grenze zwischen Privatem und Öffentlichem, sodass sich der kleine Mann oder auch der mündige Bürger aufgrund der Berichte der Massenmedien davon überzeugen kann, dass sich dieses oder jene Mitglied dieser oder jener Elite menschlich verhält und im Allgemeinen genauso ist, wie wir alle auch. Der immanente Populismus der Massendemokratie macht es für die Mitglieder der Elite zur ersten Pflicht, bei passender Gelegenheit zu demonstrieren, wie nahe sie den Menschen auf der Straße stehen. Die Authentizität wird als Maske getragen.
Mit einer Maske präsentiert sich auch die Elite dem kleinen Mann auf der Straße. Daher müssen die öffentlichen Auftritte von Staatsmännern inszeniert werden. Ich schließe mit einigen Beispielen ab. Ich überspringe ein Beispiel und komme auf dieses Bild. Harmonie und Hingabe ist das Image, das auf die Webseite der Clinton Foundation 2009 gezeigt wurde. In diesem Fall ist das Bild gestellt und theatralisch. Zwei Individuen, reif, aber noch jung, schauen sich hingabevoll in die Augen. Wenn sie sich noch tun können, nach all dem, was vorgefallen ist und uns allen bekannt ist, dann weil diese Personen wissen, wie man Prioritäten setzt, Familienwerte oder Karriere, weil sie in der Lage sind, ihre Emotionen zu kontrollieren oder weil sie keine haben, weil sie wissen, wie man eine Krise überwindet, weil sie Toleranz und Nachsicht zeigen können oder weil es ihnen egal ist. Das ist das öffentliche Bild des Präsidenten der Sozialistischen Internationale, das offizielle Bild der Webseite 2009. Eine rote Krawatte ist ein diskreter Hinweis auf die ideologischen Wurzeln dieser politischen Gruppe. Der dunkle Anzug evoziert dagegen Seriosität, Zuverlässigkeit, technokratische Kompetenz. Der Führer neigt nach vorne, lächelnd, umgänglich, in einem Versuch, die Entfernung zu überwinden, die ihn vom Volk trennt. Der Händedruck zeigt Solidarität. Die teure Marke der Armbanduhr ist sorgfältig versteckt worden. Das sehen Sie an den Armen. Im antiken Drama hatten die Schauspieler kein individuelles Gesicht. Sie trugen die für ihre Rolle geeignete Maske des Parasiten, der Prostituierten, des geizigen Alten. Im modernen Drama des öffentlichen Lebens haben natürlich die Staatsmänner und Frauen individuelle Gesichtszüge und Ausdrücke, aber so wie ihre Aktivitäten mehr der Performance in einer Inszenierung ähneln, so ähnelt auch ihr öffentliches Bild eine Theatermaske, die die Person fast austauschbar macht. Eine solche öffentliche Maske ist das lächelnde Gesicht des Staatsmannes in der Gesellschaft junger Personen. Unschuldige Säuglinge, intelligente Kinder, Jungs und Mädchen voller Hoffnung. Bitteschön, wenn es geht, Multikulti. Was man sieht, ist nicht Bill Clinton oder Gordon Brown als Individuen, sondern als Schauspieler in einer Rolle des für Bildung interessierten Politikers. Das Bild ist lieferbar in vielen Varianten, beim Stehen oder Sitzen mit einem Kind oder mit vielen. Eine andere Maske, die gerne getragen wird, ist die des gesunden Mannes, der auch Zeit für Sorgen findet. Die Beziehung zwischen Staatsmann und Wähler wird heute durch den Einsatz von Massenmedien hergestellt. Das Fernsehgerät und in jüngerer Zeit der Computer- und iPad-Bildschirm sind zu den wichtigsten Orten für den Austausch politischer Argumente und die Verbreitung politischer Ideen geworden. Es ist unvermeidlich, dass das politische Verhalten geändert wird, um den Bedingungen von Bildschirm und Cyberspace zu entsprechen. Und da der Bildschirm mit Unterhaltung und Spektakel verbunden ist, übernimmt politisches Verhalten auch Merkmale von Unterhaltung und Spektakel. Dieses Phänomen wurde von Plutarch bereits im Zusammenhang mit Volksversammlungen in Theatern beobachtet. Wenn diejenigen, die zusammenkommen, sind während der Versammlung Statuen und Gemälde oder Proskenia von Theatern oder extravagant dekorierte Dächer von Gemeinhalten betrachten, werden sie dumm, eitel und mit leerem Kopf. Der Staatsmann betritt das Haus eines jeden Bürgers, aber diese scheinbar direkte Kommunikation zwischen Politiker und Bürger ist nur eine Illusion. Diese Kommunikation ist einseitig und macht die Bürger zu passiven Zuschauern, die die politische Debatte unter den gleichen Bedingungen verfolgen, unter denen sie andere Spektakel sehen und höchstens mit Likes ihre Stimmung zum Ausdruck bringen. Ein ähnliches Phänomen wurde in den Städten der langen hellenistischen Zeit von zeitgenössischen Intellektuellen beobachtet. Kaum ein moderner Historiker hat die Wesenszüge dieser langen Periode besser erfasst wie Konstantinos Kavafis. Und auch diese Atmosphäre von Theatralik und Illusion hat er in mehreren Gedichten festgehalten. In den Alexandrinischen Königen von 1912, inspiriert von einer Feier in Alexandrien, bei der die Kinder von Kleopatra zu Königen erklärt wurden, inmitten der brillanten Prozession der Soldaten, schreibt er:
Die Alexandriner rannten nur so hin zum Fest, begeistert waren sie und spendeten Applaus auf Griechisch, auf Ägyptisch, auf Hebräisch einige, entzückt vom schönen Schauspiel. Obschon sie freilich wussten, was dies wert war, wie leer das Wort von diesem Königreich. Kavafis Alexandriner wussten es. Was ist nun mit den Bürgern in unserer zeitgenössischen Demokratien? Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Chaniotis, für diese spannenden Ausführungen, gerade auch mit dieser Rückführung in unsere heutige Zeit, die uns ja auf jeden Fall auch wieder zu denken gibt. Ich möchte gleich die Diskussion eröffnen und ich würde vorschlagen, dass Sie sich gerne im Chat melden, wenn Sie eine Frage haben. Und ich möchte wie immer besonders auch die Studierenden einladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Ich werde Studierenden immer vorzugsweise das Wort erteilen, wenn es von ihrer Seite her Wortmeldungen gibt. Ich nehme gerne Meldungen entgegen. Danke vielmals und danke vielmals für diesen wirklich spannenden Vortrag. Ich wollte gerne fragen, ob es noch mehr Fälle gab, bei denen die Selbstinszenierung, die theatralische, gescheitert ist, sodass diese Illusionen des alltäglichen Zusammenseins, das hat mich sehr überzeugt, dann aufgehoben wurde und man dann plötzlich die politischen Realitäten in quasi Zeiten des Umbruchs der Krim ganz klar fassen konnte. Danke. Ja, vielen Dank für diese sehr gute Frage. Wir haben leider nur sporadisch Informationen, wie manche Staatsmänner sich lächerlich gemacht hatten, weil sie versucht hatten, dieses Gesicht des freundschaftlichen Mannes zu zeigen. Zum Beispiel, ein Beispiel ist Ptolemaios, der Flötenspieler, der Auletes, der eben die Rolle des Flötenspielers spielte. Sie können auch bestimmt auch entsprechende Bilder von modernen Politikern. Boris Jelzin zum Beispiel versuchte zu tanzen, obwohl er herzkrank war bei einem Wahlkampf. Berlusconi singt und spielt gerne Gitarre, Bill Clinton Saxophon und so weiter. Eine entsprechende Anekdote wird erzählt von Agathokles, einem Tyrannen und auch ein sehr gutes Beispiel von einem Populisten in Sizilien, der sehr gerne bei Symposien seine Gäste imitierte und sich lustig über diese Gäste machte. Natürlich wurde Agathokles befürchtet und aus diesem Grund gibt es keine Berichte darüber, ob dies negativ beobachtet wurde. Aber allein die Tatsache, dass wir Quellen darüber haben, das heißt Zeugnisse, dass das kritisch bemerkt wurde, zeigt, dass wahrscheinlich hinter seinem Rücken entsprechende Kommentare gemacht wurden. Aber ich glaube, dass der beste Beweis von dem Scheitern dieser Theatralität eben die kritische Wahrnehmung durch die Intellektuellen dieser Zeit ist. Die Tatsache, dass ein Poseidonius so viel Zeit, Tinte und Papyrus investiert, um mit jedem Detail den Auftritt von einem Athenion zu beschreiben. Es gibt auch andere Quellen, vor allem im Werk von Duris. Zum Beispiel Demetrios von Phaleron, wir haben gehört, er schminkte sich und so weiter. Er ist derjenige, der auch die Stadt Athen mit seinen eigenen Ehrenstatuen füllte. Es wird berichtet, dass fast 900 Ehrenstatuen da standen. Und wir wissen, dass unmittelbar nach seinem Sturz alle Statuen sofort zerstört wurden. Und das zeigt, dass eben auch diese Selbstdarstellung unter seiner Herrschaft kritisch betrachtet wurden. Aber wie gesagt, das sind einige sporadische Zeugnisse. Die beste Quellen, um so etwas zu beobachten, ist eigentlich Lukian,
wenn man das Spektrum der Quellen ein bisschen erweitert und nicht nur Staatsmänner, sondern allgemein Personen des öffentlichen Lebens beobachtet, das heißt auch Philosophen, Priester, ein sehr gutes Beispiel von gescheitertem theatralem Verhalten, ist der Pseudoprophet Alexander von Abonu-Peichos, der, wir wissen auch von Lukian, er trug eine große Perücke, obwohl er eine Glatze hatte. Und das alles wurde klar, als er derjenige, der allen erklärte, dass er alles heiligen konnte, an Krebs erkrankte und ganz miserabel aussah. Also wie gesagt, bei Lukian und solchen kritischen Autoren findet man die entsprechenden Zeugnisse. Wenn ich hier vielleicht gleich noch nachfragen darf, wie wichtig ist die Komplizenschaft des Publikums? Also das, was Alois Winterling bei der Kommunikation zwischen Princeps und Senat die Doppelbödigkeit genannt hat. Also wie bedeutsam ist es, dass eben auch Leute oder die Bürger vielleicht auch, wenn sie eben die Theatralität erkennen, trotzdem so tun, als ob sie nicht bemerken würden. Also wie wichtig ist es, dass eben auch das Publikum die Illusion aufrecht erhält? Und wie wichtig ist das bei dieser Theatralität? Ja, eine ausgezeichnete Frage, außerordentlich wichtig. Das Publikum spielt mit, das Volk spielt mit. Und das ist auch ein Grund, warum wir oft von hellenistischen oder kaiserzeitlichen Demokratien reden, weil auch das Volk die Möglichkeit hat, durch Ausdruck seines, was wir denken, Willens, sich an dem öffentlichen Leben beteiligt. Aber wenn man genauer anschaut, geht es in der Regel um instruiertes Verhalten. Ein sehr wichtiges Medium für dieses Mitspielen des Volkes ist die Akklamation. Denn Akklamationen sind von ihrer Natur aus niemals spontan. Man braucht immer jemanden, der das erste Wort sagt. Groß ist er sowieso. Und dann fangen die anderen 26 Mal zu sagen, ja, groß ist der Parmenon, das in Akrephia. Groß ist er, groß ist er, groß ist er und so weiter. Und die Akklamationen sind ein sehr wichtiger Bestandteil von diesem gegenseitigen Verhältnis zwischen den Akteuren und dem Publikum. Ein Akteur ohne Publikum versagt bekanntlich. Wir können das auch beobachten in den Berichten über angeblich spontane Demonstrationen des Volkes nach dem Tod eines Wohltäters. Das ist ein Thema, das Christopher Jones behandelt hat in einem Aufsatz vor etwa 20 Jahren. Aber es gibt auch weitere Quellen. In solchen Ehrendekreten, posthume Ehrendekrete für Wohltäter, heißt es, das Volk ist spontan auf die Straße gegangen, als die Nachricht vom Tod des Wohltäters bekannt wurde. Sie haben von der Familie den Leichnam des Wohltäters entführt, das heißt, sie haben ihn ergriffen sozusagen, um zu zeigen, er ist unsere Familie. Das heißt, wir bestatten den Wohltäter und nicht die eigentliche Familie. Genau das wird auch über Herodes Atticus berichtet, aber es gibt mehrere entsprechende Quellen. Herodes Atticus ist Philostrat, die anderen Quellen sind Inschriften, das heißt dokumentarische Zeugnisse. Wenn man nur die dokumentarischen Zeugnisse hätte, würde man meinen, ja, das ist tatsächlich ein spontaner Trauerausdruck des Volkes. Aber wenn man die Quellen miteinander kombiniert, erkennt man, dass das Teil von diesem Spiel der Reziprozität ist. Meine Lieblingsdefinition von der Reziprozität ist das Mama Song in Musical Chicago. I have a little motto, always gets me through. If you are good to mama, mama is good to you. Das heißt, man zeigt in der bombastischen Weise, wie es überhaupt nur geht, wie dankbar man ist, um zu erreichen,
dass dies von den Wohltätern oder von den Eliten auch erkannt wird. Und zum Schluss, der beste Beweis, wie das funktioniert, ist die sogenannte Hortativformel in Ehrendekreten. Die Ehrendekrete werden vom Volk beschlossen, aber in vielen Ehrendekreten steht es ausdrücklich am Ende, damit alle sehen, wie wir unsere Wohltäter behandeln und sich zu entsprechenden Wohltaten bereit sind. Das ist ein ganz klarer Aufruf der Masse. Wir ehren euch, damit wir allen zeigen, dass wir dankbar sind, wenn wir etwas von euch bekommen. Das ist die Rolle des Volkes bei diesem Spiel. Aber wie gesagt, das Wichtigste dabei ist die Rolle der Akklamation. Und wir wissen, dass genau die gleichen Mitglieder der Elite, die an einem Tag geehrt werden und bejubelt werden, durchaus auch in ihrem eigenen Haus lebendig, beim lebendigen Körper verbrannt werden. Wir haben sehr viele solche Fälle eines beliebten Strategen von Thessalien, zum Beispiel seit von Augustus, x-mal gewählt als Stratege des Thessalischen Bundes und dann in einer Demonstration des Volkes in seinem Haus verbrannt. Ja, vielen Dank. Jetzt gebe ich das Wort an Christoph Liedwig. Also auch von meiner Seite her ganz herzlichen Dank. Ich fand vor allem auch den Gedanken sehr faszinierend, dass eben im Hellenismus diese Art von Illusionserzeugung sozusagen politische Phantomschmerzen überdecken könnte. Das ist sehr interessant. Was mir permanent durch den Kopf ging, wie sieht's dann eigentlich davor aus? Also sagen wir klassische Zeit und sogar noch davor. Und wenn man denkt, zum Beispiel Empedokles, wie er aufgetreten ist, irgendwie, wenn man auch denkt, wie Pythagoras, das sind ja doch beides dann politische Figuren, die aber stark einen Einschlag eben ins Religiöse hinein haben, guruartig und weiß ich was. Dort war das Modell, nimmt man in der Regel doch an, eher der Theoros, also ein Festgesandter, der sich inszeniert in einer besonderen Situation des Feierlichen, des Herausragenden, begrenzt und so weiter und dadurch die Aura erhöht. Dann hören wir von den Sophisten, dass die ja natürlich auch extrem performativ waren, wie sie in Athen aufgetreten sind, reich, auch irgendwie mit Gewändern, vermutlich auch fast wie Theoroi ausgestattet. Ich meine, Gorgias ist als Theoros oder beziehungsweise als politischer, als Abgesandter ja nach Athen gekommen und so weiter. Also das sind so vielleicht Vorläufer jetzt im Politischen. Kann man natürlich auch daran denken, was du auch erwähnt hast, aber vielleicht noch stärker sozusagen Richtung politische Rhetorik auf der Bühne, dass zumal bei einem Euripides immer mehr durchaus ja auch politische Fragen in dieses Agonale mit der ganzen sophistischen Rhetorik ausgestattete und das ganze Instrumentarium beherrschende wichtig geworden ist. Und ich meine, was du gesagt hast, auch die ganze Theaterkultur ist natürlich immer stärker im gesamten Leben der Gesellschaften, ich sage häufig auch als eine Art Medien wichtig geworden. Nur so versteht man auch Platons Kritik an Homer und an der Dichtung generell, weil die Dichtung diese Funktion gehabt hat und dass man dann immer mehr in der Politik das auch gewünscht hat. Dann fällt mir natürlich in unserer Diskussion über Populismus auch Kleon ein, der mit seiner krächzenden Stimme da gewesen ist. Später der Aeschines, von dem eben der Demosthenes den Vorwurf macht, er sei ein Trittagonist, also da wird das Agonale eigentlich, wenn es schlecht gemacht wird, sogar wieder zu einem Handicap gesehen. Wie siehst du diese Bezüge da zurück in die klassische Zeit für dieses spezifisch hellenistische nachher? Erst einmal muss man eine Unterscheidung machen zwischen der inszenierten Auftreten in einem Ritual und außerhalb eines Rituals. Denn es gibt Rituale nicht, die nicht in irgendeiner Form inszeniert sind. Aus diesem Grund würde ich das Verhalten von Personen, die in diesem religiösen Rahmen stehen, als ein besonderes Phänomen betrachten. Nicht, dass es nicht Überlappungen und Beziehungen gibt, aber trotzdem dort gelten andere Regeln. Die Beispiele, die du genannt hast, Sophisten,
wo? Natürlich in Athen, mit Ausnahme von Hippias in Olympia und so weiter. Aeschines, Kreon und so weiter, wo? In Athen. Euripides und so weiter, wo? In Athen. Es gibt einen Unterschied, ob man bestimmte Verhaltensweisen an einem Ort, in einer historischen Zeit und in bestimmten Umfang findet und dann überall in der griechischen Welt und in einem größeren Umfang. Historiker haben oft große Schwierigkeiten, die Phänomene quantitativ zu betrachten, aber trotzdem, Quantitäten gibt es. Es gibt einen Unterschied, ob man ein Theater in Athen gibt und Theateraufführungen in der Stadt Athen im 5. Jahrhundert an bestimmten Tagen und ob es 500 Theater gibt in jedem kleinen Ort und Leute reisen und dieses theatrale Verhalten der Schauspieler sich verbreitet. Das Gleiche gilt bei der Erziehung in der Rhetorik. Es ist ein Phänomen, das erst einmal in bestimmten Zentren zu beobachten ist, aber ab der hellenistischen Zeit aufgrund der Mobilität der wandelnden Redner, der wandelnden Schauspieler, der wandelnden Historiker und so weiter, auch die kleinste Ecke, den kleinsten Ort, den kleinsten Kaff erreicht. Und das ist für mich ein großer Unterschied, ist die Verbreitung des Phänomens jenseits von dem großen Zentrum Athen oder vielleicht Syrakus, wo man auch entsprechende Beispiele finden könnte. Der zweite Unterschied ist die kritische Wahrnehmung dieses Phänomens. Ich habe am Anfang gesagt, dass alle diese Phänomene gar nicht neu sind und gar nicht neu sein können. Entsprechende Verhalten gibt es bereits in der Aristokratie der archaischen Zeit. Zum Beispiel die Tatsache, dass bei Begräbnissen das theatrale Auftreten von Klagefrauen verboten wird, zeigt, dass es auch schon damals gibt und dass es auch eine Form von Inszenierung und Selbstdarstellung und so weiter ist. Und es wird verboten in, wann genau, wissen wir nicht, angeblich und soll und vielleicht später. Auf jeden Fall, da alle diese Phänomene existieren, das heißt, es gibt die Vorläufer, was aber ich nicht sehen kann, ist erstens, dass die kritische Beobachtung und zweitens, das ist auch sehr interessant, das findet man in mehreren Autoren der hellenistischen Zeit, der Versuch der Autoren, die dieses Phänomen beschreiben, nicht nur mit einigen Worten, sondern mit langen Berichten, in denen sie Körpersprache, Ort, Bewegung des Kopfes mit Anspielungen, zum Beispiel dieser Stelle, die ich nicht behandeln konnte, über die Verhaftung und Hinrichtung des Phokion. Wir wissen nicht, wer der Autor ist, das wird von Plutarch berichtet, ich vermute, dass es wieder Duris ist. Wenn man diese Szene genau anschaut, jedes kleine Detail erfüllt ein Ziel. Die Strecke ist von Keramaikos zum Theater. Das ist die Panathenaische Prozession. Aber statt einer Prozession an einem Fest, hat man eine Prozession, die Gefangene zu dem Theater bringt, damit sie dort hingerichtet werden. Das Publikum der Volksversammlung sind nicht die Bürger. Es sind auch Fremde, es sind Frauen, es sind Sklaven, es sind Kinder, es sind Exilanten. Alle sind da, das Publikum des Theaters. Wie werden die Gefangenen dorthin getragen? Auf Karren. Die Karre, die Hamaxa, ist par excellence das Fahrzeug der dionysischen Prozession, es gibt da Examaxes, der Phallus von Dionysos wird auf eine Karre getragen. Hier werden nicht Karren oder die Statue des Dionysos getragen, sondern die Gefangenen. Das heißt, dieses Phänomen findet man vor der hellenistischen Zeit einfach nicht. Das ist die Sensibilisierung der Autoren der hellenistischen Zeit und später der Kaiserzeit auf dieses Phänomen. Das ist etwas, das ihnen so frappierend erscheint, so sticht, dass sie auch den Leser kontinuierlich darauf aufmerksam machen. Das ist also das sind die zwei Unterschiede. Herzlichen Dank. Weil ich das Mikrofon eingeschaltet habe, gebe ich das Wort an Julian Schneider. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Mich würde interessieren, ob es abgesehen von diesen hierarchisch ganz unterschiedlich gestellten Kommunikationsinszenierungen auch, ob dieses Phänomen auch zwischen ebenbürtigen Partnern greifbar ist, also etwa zwischen griechischen Poleis in hellenistischer Zeit. Ja, ja.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die ich gerne mal in einem Buch behandeln möchte. Also ich habe ein Buch über Theatralität auf Griechisch publiziert, aber ich habe auch vor, dieses Thema in einem englischen Buch zu behandeln, in dem die Illusion auch eine sehr große Rolle spielt. Und ein sehr gutes Beispiel eben von diesem theatralen Verhalten in der Korrespondenz zwischen Städten ist die Fiktion der Verwandtschaft. Wir sind eure Mutter, wir sind eure Schwestern, wir sind eure Brüder und so weiter und so weiter. Und das ist tatsächlich eine Fiktion, verbunden auch manchmal mit emotionalen Ausdrücken. Das kann man sehr schön studieren in den entsprechenden Dekreten von Städten, die auf ihre uralte Verwandtschaft hinweisen. Ein anderes gutes Beispiel ist ein Dossier von Texten aus Xanthos in Lykien, in dem in großem Detail davon berichtet wird, wie Redner von der kleinen Stadt Kithenion, von der Sie wahrscheinlich nie was gehört haben, wie die meisten Althistoriker auch. Wenn man von Kithenion weiß, ist hauptsächlich deswegen, weil wir eine Inschrift von 180 Zeilen haben, in der fast wortwörtlich die Rede von diesen Gesandten wiedergegeben wird. Eine sehr dramatische Rede. Sie erzählen, wie sie vor uralten Zeiten irgendwelche Vorfahren der Xanthier gerettet hatten, als sie in mythischer Zeit von irgendwelchen anonymen Barbaren bedroht wurden. Und es, in diesem Text sieht man eben auch diese emotionale, dramatische Präsentation von den Gesandten, denn zur Theatralität gehört nicht nur die theatrale Selbstdarstellung, auf die ich hier fokussiert habe, zur theatralen Präsentation gehört auch die Spannung, die Energeia, das heißt, dass man lebhafte Bilder dem Publikum zeigt, Pathos, Emotionalität, Peripetien, Paradoxa und so weiter. Und das ist gerade, was man in den Inschriften der hellenistischen Zeit sehr, sehr schön beobachten kann, in der Kommunikation, also zwischen den Städten. Dann wäre die nächste Frage von Anne Kolb. Vielen Dank. Ich fand das sehr spannend. Ich habe eigentlich eine ähnliche Frage oder wie der Christoph, aber vielleicht ist meine Frage eher nach der Begründung. Also du hast ja eben in der Herleitung der vielen, vielen schönen Beispiele gezeigt, dass im 4. Jahrhundert eben wirklich eine Zäsur einsetzt und hast das jetzt ja auch gerade eben in deiner Antwort auf Christoph nochmal begründet mit eben der gestiegenen Mobilität, die Möglichkeit, sich auszutauschen, die einfach in einem neuen Umfang eben erst dann im 4. Jahrhundert entstanden ist, vorher nicht so üblich war und dadurch eben sich auch diese Methodik sozusagen verbreitet hat. Jetzt fand ich aber ganz interessant, dass du in deinem Vortrag ja auch schon frühere Beispiele erwähnt hast und da hast du erwähnt einerseits den Perikles und andererseits den Pesistratos, dieser schöne Einzug mit der gefakten Athene. Wunderbar, kann man sich wunderbar vorstellen. Für mich klangen jetzt diese Beispiele aber sehr symptomatisch, weil ich das vielleicht schon so verstehen wollte, aber deshalb jetzt die Nachfrage, dass eben die Ursache für diese Zäsur im 4. Jahrhundert eben nicht unbedingt in der nur Mobilität, sondern eben in den geänderten Herrschaftsformen zu sehen ist, dass eben die Mehrzahl der Polis nicht mehr frei sind, nicht mehr autonom sind, sondern sie haben eben einen Perikles oder schlimmer noch einen Pesistratos an der Spitze, der eben alle Macht in ihrer Hand hat. Und du hast ja auch schöne Beispiele dann noch gezeigt, eben in den Inschriften, dass der Machthaber entscheidet, was sie dann noch nachträglich beschließen dürfen in ihrer Volksversammlung. Und deshalb war mir das jetzt eher als Begründung eingängig gewesen, dass eben hier sich die politische Verfassung, die Situation hier doch drastisch ändert und dass gerade eben einzelne Machthaber sich vor allen Dingen eben
solcher Methoden von eben Rhetorik oder Theatralik benutzen, um, und das hast du ja auch eingangs gesagt, ihre Macht ja zu verschleiern. Das war ja dein Eingangsbeispiel mit Philipp von Makedonien, der das, wo das ja bei Polybius auch explizit begründet war. Also wie siehst du das? Deute ich das falsch? Beispiele aus der Frühzeit kann man eine Menge bringen. Zum Beispiel, es wird berichtet, dass Solon die Athener so überredet hat, den Krieg gegen Megara für die Rückgewinnung von Salamis zu beginnen, indem er die Rolle eines Verrückten gespielt hat. Er trug, glaube ich, auch eine Kappe oder einen Hut oder sowas und das in die Volksversammlung und spielte den Verrückten. Und das ist schon ein sehr frühes Beispiel von theatralem Verhalten, wobei bei diesem theatralen Verhalten es klarerweise um Täuschung geht. Man versucht zu täuschen und das ist ein universelles Phänomen. Das findet man, wie gesagt, auch bei den Primaten gibt es solche Fälle. Was ich wichtig finde, ist in diesem Kontext die Unterscheidung einerseits zwischen der Möglichkeit und zweitens der Notwendigkeit. Das hatte ich auch gesagt. Ich finde, die Möglichkeit, das heißt die ganze kulturelle Atmosphäre, sehr wichtig. Ich habe aus Zeitgründen auch auf andere Beispiele verzichtet, zum Beispiel die Bedeutung der Illusion in der Kunst. Gerade in dieser Zeit. Deswegen möchte ich die beiden Phänomene nicht voneinander trennen. Das heißt, die Bedeutung, die den Einfluss des Theaters, der Schauspielkunst, aber auch der Kunst, ein berühmtes Mosaikbild von einem Sossos, war das sogenannte ungepflegte Zimmer. Man kam rein und man hatte den Eindruck, dass Essensreste auf dem Boden waren. Das war eigentlich nur ein Mosaik. Und das beschreiben Autoren dieser Zeit, gerade weil sie dieses Interesse an der Illusion haben. Ein anderes Beispiel, das Wort apathe, das bedeutet Enttäuschung, ändert seine Bedeutung in der hellenistischen Zeit und bedeutet nicht mehr Täuschung, sondern es bedeutet Unterhaltung. Das sind einerseits die Aspekte, sozusagen die kulturellen Aspekte dieses Phänomens. Das ist ein Phänomen, das mit der Kultur dieser Zeit aufs Engste zusammenhängt. Und die zweite Seite, die politische Seite, ist die Notwendigkeit. Notwendigkeit und Häufung. Und da finde ich tatsächlich die politischen Unterschiede als die wichtigste Ursache für die Präsenz des Phänomens in dem öffentlichen Leben. Warum die Zäsur in dieser Zeit kommt, Zäsuren sind immer sehr schwierig genau zu bestimmen. Bereits unter Philipp dem Zweiten von Makedonien kann man entsprechende theatrale Elemente sehen. Zum Beispiel sein letzter Tag, als die 12 Statuen der Götter mit seinem 13. Bild ins Theater gebracht werden, bevor er ermordet wird. Das ist auch eine Inszenierung, um ihn als eine Art Gott darzustellen. Das Wichtige ist ein neues hierarchisches Verhältnis, sowohl was die Städte angeht, das Phänomen, dass Städte in der Massen von Königen und externen Mächten kontrolliert wurden, gab es in der früheren Zeit nicht. Also natürlich, es gibt das Athenische Imperium, aber das ist nicht das Gleiche. Und zweitens, ab dem späten 4. Jahrhundert vor Christus, nicht in einem Schlag, sondern kontinuierlich und graduell, gibt es eine Veränderung innerhalb der Polis, was die Funktionalität der Demokratie gibt. Deswegen würde ich auch mit dir den Vorrang als Erklärung eben den politischen Bedingungen und politischen Verhältnissen sehen. Wenn ich auch die Zeit hätte, auch Könige, also nicht nur die Städte, zu betrachten, dann könnte ich auch viel klarere Hinweise darauf geben, wie zum Beispiel die Schrift des Diotogenes aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, in der er in seiner Schrift über das Königtum eigentlich das sagt, was ein moderner Historiker sagen würde, dass das Königtum eine Mimesis ist, eine Nachahmung.
Das heißt ein Schauspiel, die Nachahmung der Macht des Gottes. Und dann geht er voran und gibt genaue Beschreibung, wie die Körperhaltung des guten Königs sein soll. Warum? Um eben den Eindruck zu erwecken, dass er bei einigen, dass er einige bestrafen wird oder andere helfen wird. Bei Diotogenes findet man ganz genau das, was Condillis Jahrhunderte später als Populismus beschreibt, auf die Könige übertragen. Was ich also heute präsentiert habe, ist sozusagen nur ein kleiner Aspekt eines viel generellen Phänomens. Und um die Theatralität im öffentlichen Leben in dieser Zeit genau zu verstehen, muss man auch studieren, was im Hof passiert in Alexandrien oder in Makedonien, in Antiochien und später natürlich auch in Rom. Mhm. Danke. Bevor wir langsam zum Schluss kommen, gibt es noch eine Frage von Herrn Birl? Ja, vielen Dank, Angelos. War ganz glänzend und man hört mich ja. Ich stimme natürlich in fast allen Punkten überein. Wollte noch eine Frage stellen und die Sache noch ein bisschen zuspitzen, einfach auf die Diktion, die ja fast untergeht. Also Theatralität, es wurde ja auch klar, gibt es überall in politischen Handeln, in allen Gesellschaften wahrscheinlich. Und du hast ja deutlich gezeigt, wie dann plötzlich ab dem 4. Jahrhundert Intellektuelle eine bestimmte Diktion der Theatersprache verwenden, die ja sich erst entwickelt hat, über die Tragödie, die ja erst im 5. Jahrhundert dann entsteht. Also es konnte gar nicht vorher in dieser Form gesprochen werden. Also im 4. Jahrhundert ist dieser Diskurs dann spätestens mit Aristoteles Poetik einfach bei jedem Intellektuellen vorhanden und man kann dann diese Metasprache gewissermaßen verwenden, um bestimmtes theatrales Verhalten, was gerade dann auch im Hellenismus besonders eingesetzt wird, von Seiten von Intellektuellen dann zu demaskieren. Und so würde ich den ganzen Prozess verstehen. Und da würdest du ja sicherlich auch zustimmen. Also vorher habe ich die Sprache ja überhaupt nicht, weil der Theaterdiskurs nicht da ist. Und wenn der dann im 4. Jahrhundert und 3. Jahrhundert omnipräsent in der ganzen griechischen Welt da ist, dann kann ich ihn verwenden. Ein schönes Beispiel dazu, also von diesen ganzen Phänomenen, kennst du ja sicherlich auch, also der Einzug von Demetrios Polyorketes, also wäre so ein anderes Beispiel. Und noch einen anderen Aspekt, den ich beleuchten wollte, im griechischen Roman, also dieses Zusammenspiel von Mächtigen und Publikum, also beispielsweise in der Kena Trimalchionis, wie alles theatral ist und es völlig klar ist, was eigentlich abläuft und alle Eingeladenen spielen diesen Käse mit, was in diesem Symposium alles abläuft. Und auf der anderen Seite wieder, um zur Diktion zurückzukehren, Heliodor oder auch viele andere Romanschriftsteller, aber insbesondere Heliodor, wo dieser Metadiskurs, Tragödiensprache, permanent verwendet wird, um bestimmtes Verhalten von bestimmten Akteuren, also insbesondere von Kalasiris, der letztlich als großer Inszenator und Plotter hier auftritt, das letztlich dem Leser klarzumachen, was der eigentlich tut. Also da ist es weniger nur Demaskierung, sondern Unterstreichung und Betonung des theatralen Verhaltens in Hinsicht auf die Plotentwicklung. Also dass man so einen Metadiskurs hat, der in der Diktion immer genannt wird, der entweder demaskiert oder auch den Leser stützt, um zu sagen, das ist theatrales Verhalten, mit dem ich etwas Bestimmtes tue. Ja. Nein, ich stimme überein. Und was die Diktion angeht, deswegen hat die Anekdote über Demosthenes so eine große Bedeutung. Demosthenes ist, soweit ich weiß, der erste Mensch,
von dessen Aussprache wir etwas wissen. Dass er stotterte, dass er Schwierigkeiten hatte und so weiter. Und das ist kein Zufall, dass dass er auch lernt, wie er richtig redet, in Zusammenhang steht mit der Entwicklung von Diktion im 4. Jahrhundert vor Christus. Vorher wäre tatsächlich nicht möglich. Du hast auch zum Schluss Kalassiris erwähnt, ein weiteres bedeutendes Phänomen, das auch in Zusammenhang steht mit der Theatralität in einem besonderen Bereich des öffentlichen Lebens, nämlich in der Religion, ist die Inszenierung von Festen in der hellenistischen Zeit. Darüber hatte ich schon vor vielen Jahren geschrieben, vor 25 Jahren, und ich wurde damals kritisiert, weil ich gesagt habe, dass die Inszenierung eine größere Rolle spielt in der hellenistischen Zeit als vorher. Natürlich gibt es Inszenierung immer, aber was in der hellenistischen Zeit passiert, ist, dass in Dekreten man auf alle Details achtet, sogar wann man spricht und ob man mit lauter Stimme oder leiser Stimme spricht, und das gibt es vorher nicht. Also das ist auch eine Sache von Häufung und Intensivierung von Tendenzen, die man bereits in früherer Zeit ansatzweise, vor allem in Athen, beobachtet. Zum Beispiel die Mysterienkulte, ägyptische Kulte und so weiter und so weiter. Das alles bekommt eine besondere Form als ein sakrales, als ein religiöses Drama in einem kontinuierlichen, dynamischen Austausch mit anderen theatralen Elementen. Bei jeder Performance gibt es auch eine Zustimmung, etwas, was einem einmal gefallen gefunden hat, wird dann verlangt, und das führt ständig zu dieser Intensivierung. Anders kann ich es auch nicht erklären. Es ist eine Sache, die ständig erweitert wird und erhöht wird und vergrößert wird, aufgrund der Tatsache, dass die Leute darüber reden. Nach einer erfolgreichen Performance in einer Stadt während eines Festes redet die Nachbarstadt darüber, und im nächsten Jahr wird es auch im Fest in dieser kleinen Stadt genau das Gleiche passieren. Und das ist etwas, was wir aufgrund vor allem des epigraphischen Materials sehr deutlich beobachten können. Ja, vielen Dank nun auch nochmal für diese Ausführungen in der Diskussion. Ich glaube, wir haben Ihre Zeit nun lang genug in Anspruch genommen, und ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es bleibt mir, wie gesagt, Ihnen noch einmal ganz, ganz herzlich zu danken, dass Sie bereit waren, diesen Vortrag in dieser Form zu halten. Ich glaube, es war für uns alle sehr, sehr spannend, dieser Einblick eben nicht nur in die griechische Welt, in die Theatralität der Politik, des politischen Alltagslebens in der griechischen Polis, sondern es sind auch immer wieder Blicke zurück eben in unsere eigene Gegenwart, die Bilder, man kann sie gar nicht verdrängen, selbst wenn man es wollte, von den theatralen Inszenierungen, denen wir eben jeden Tag ausgesetzt sind. Natürlich heute vor allem vermittelt durch die Medien. Und ich glaube, es sind gerade diese Überlegungen zu den historischen Formen der theatralischen Inszenierung im öffentlichen Auftreten, die uns eben auch helfen, dabei zu verstehen, was eigentlich mit uns gemacht wird, wenn sich eben Gestalten des öffentlichen Lebens in einer bestimmten Art und Weise inszenieren. Manchmal ist das sehr leicht zu durchschauen, aber manchmal eben geschieht das auch in sehr viel hilft, wenn wir eben durch die historische Betrachtung auch sensibilisiert werden für diese Formen, manchmal auch durchaus der Manipulation. Also insofern nochmals ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, im Namen von allen, die jetzt applaudieren würden, wenn sie könnten. vielen Dank. Und damit. Ich habe auch die Diskussion sehr genossen und von ihr Anregungen bekommen. Ich habe auch zu danken.
Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich insofern natürlich vor allem Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag und allen Zuhörenden, die jetzt live dabei sind, noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke. Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ja.